Das große Highlight für Eintracht Frankfurt. Das Europa League Finale gegen die Glasgow Rangers. Und man kann von einer vollkommen ausgeglichenen Ausgangslage ausgehen. Frankfurt schmiss Barcelona und West Ham raus. Die Rangers immerhin Dortmund und Leipzig. Also beide Mannschaften gelten als Favoritenschreck. Frankfurt aber vielleicht trotzdem die leicht favorisierte Mannschaft, aber nichtsdestotrotz kann man sich hier darauf natürlich nicht ausruhen. Und Frankfurt versuchte auch von Beginn an Spieldominanz an den Tag zu legen. Die Rangers standen sehr tief, vielleicht im Hinterkopf mit dem Wissen, dass Frankfurt über Umschaltsituationen extrem gefährlich ist. Es hat 20 Minuten gedauert, dann gab es hier die erste richtig gute Chance. McGregor kann aber halten. Bedeutete aber auch, dass die Rangers nach vorne nicht wirklich viel vollbringen konnten. Tavernier mit dem Ball aber viel zu lang geschlagen. Sinnbildlich nach 25 Minuten warteten die Gäste weiterhin auf den ersten Abschluss. Wir sind schon kurz vor dem Pausenpfiff. Es war eine von Nervosität geprägte Partie. Es stand einfach so viel auf dem Spiel. Das muss man auch irgendwo nachvollziehen. Dann nochmal Aribo mit dem Querpass, der aber nicht ankommt. Tuta passt auf, heute Abwehrchef in der Innenverteidigung. Hinteregger und Hasebe beide nicht dabei. Tuta klärt das ganz ruhig, ganz überlegt und hält seine Mannschaft da im Spiel. 0:0 nach 45 Minuten, wie gesagt, kein fußballerischer Leckerbissen, Frankfurt aber leicht besser. Durchgang Nummer 2, Frankfurt wollte diesmal schneller raufgehen, keine 5 Minuten gespielt. Boré, Lindström, sieht Ansgar Knauf, der erst nicht durchkommt, die Szene bleibt heiß. Lindström nochmal raus zu So. Ansgar Knauf zum zweiten und jetzt wird's richtig gefährlich. McGregor muss wieder parieren. Ansgar Knauf, die Entdeckung in der Rückrunde und in der Europa League für Eintracht Frankfurt. Der hat sich hier richtig gut eingefügt als Gegenpart für Philipp Kostic auf der rechten Außenseite. Die Rangers mussten mehr nach vorne tun. Entlastung. Und da kam sie mal mit Kent. Nur wenige Augenblicke nach der Großchance der Frankfurter. Aber Kevin Trapp ist zur Stelle. Bis dahin nicht gefordert. Ist aber hellwach und pariert den Ball. Nur noch 10 Minuten zu spielen in der regulären Spielzeit. Philipp Kostic über die linke Seite. Die Flanke bringt er nicht. Ist ja auch kein großer mittendrin. Trotzdem die Chance, sie sollte aufkommen. Rode, Lindström. Jesper Lindström. So ein bisschen das Timo Werner Phänomen. Er hat unfassbar viele Großchancen. Das muss man erstmal schaffen. Aber dann muss man die auch irgendwie verwandeln. Er schafft es in dieser Szene nicht. Ansonsten vom Spielertyp natürlich nicht zu vergleichen. Aber Lindström sollte wieder in Erscheinung treten. So, da ist er wieder. Lindström. Erste Minute der Nachspielzeit. Um ein Haar noch der Lucky Punch. Um die Nachspielzeit, die Verlängerung zu vermeiden. Da fehlte nicht viel. Nach wie vor die Nachspielzeit. So, treibt nochmal an. Rüber zu Lindström. Und der hat diesen Geniestreich auf Daichi Kamada. Und der macht in der dritten Minute der Nachspielzeit das 1:0 für Eintracht Frankfurt. Es flippen alle aus. Der Lucky Punch in der allerletzten Sekunde macht Frankfurt doch noch das 1:0. Und das ist hochverdient. Mr. Europa League, Daichi Kamada. Da kann McGregor nur noch hinterher schauen und es war der entscheidende Treffer. Es wurde danach nicht mal mehr angepfiffen. Frankfurt holt den großen Triumph, gewinnt die Europa League gegen die Rangers in letzter Sekunde und vollkommen verdient durfte dann Captain Sebastian Rode die Trophäe in die Luft stemmen. Gemeinsam mit Kevin Trapp, die Führungsperson schlechthin in diesem Team. Und das ist am Ende der verdiente Lohn. Der Lauf zu den Fans mit dem Pokal.
Mittwochabend. Frankfurt feiert und das zu Recht. Sie sind Sieger des Europapokals und treten dann nächstes Jahr sogar in der Champions League an.